Hallo! Lauri wieder mal. Wir haben lange kein Horror-Video gehabt oder so. Deswegen dachte ich mir, schneide ich mal wieder was zusammen. Dieses Mal aus einem ganz anderen Shop bestellt. Aus einem ganz für mich neuen Shop. Vielleicht kennt der eine oder andere den. Und zwar kawaiigoods.com. Ist so ein Etsy Store Anyway Shop und ich fand den ganz süß und habe halt auch auf Tumblr und so ganz viele Reviews gesehen, wie toll das alles ist. Und deswegen wollte ich da auch mal bestellen. Ich habe mir drei Sachen bestellt. Einmal eine Kette, ein Nachthemd, also für Lolita, und ein Lucky Pack. Ich werde euch das alles vorstellen und wir gucken mal, was da rauskommt. Und vor allem beim Lucky Pack bin ich ja immer so ein bisschen kritisch. Weil ich bin so ein Mensch, eigentlich muss ich wissen, was da drin ist. Und da wusste man so im Groben schon, was drin ist, deswegen habe ich es mal ausprobiert. Und okay, let's go! So, das ist die Kiste. Kann ich nicht zu viel zeigen, weil auf der einen Seite ist meine Adresse, auf der anderen Seite ist ihre Adresse. Und ja, ein bisschen Privatsphäre wollen wir jetzt halten. Auf jeden Fall kam es in der Kiste. Und dafür, dass ich drei Sachen bestellt habe, dachte ich erstmal so, okay, wie klein ist die denn? Aufgemacht. War da erstmal ein kleines Stück Papier drin, total süß. Diese Twin Stars mit Thank You drauf. Also es kommt halt aus Amerika. Genau zu sein aus Kalifornien, glaube ich. Long Beach. Also, Dankeschön auf alle Fälle und vielleicht siehst du das ja. fangen wir mal mit der kleinsten Sache an, die ich gekauft habe. Und zwar habe ich das für ein neues Lolita-Outfit gekauft, welches ich euch auch zeigen werde. Erstmal hier. Ich bin ein bisschen verwirrt, wie das mit den Ketten da unten laufen soll. Theoretisch habe ich es. Das ist die Kette. Mal so ganz mit oben. Eigentlich echt hübsch. Hier oben, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ist es schon so ausgefranst ein bisschen, was mich ein bisschen traurig macht. Weil eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass wenn neu, dann auch richtig neu und nicht, dass es hier so ankommt. Vielleicht ist es auch einfach bei einem Aufbau. Dann als nächstes. Mein Nachthemd. Ich habe ganz lange nach sowas gesucht, weil irgendwie kam ich nicht auf dieses richtige Wort. Ich habe immer noch Pigeon oder so gegoogelt und das heißt Taube und Nachthemd. Da liegt ein meilenweiter Unterschied dazwischen. Und ich habe auch schon wieder vergessen, wie es heißt. Aber das ist mein neues Nachthemd sozusagen. Und es ist unheimlich genial. Und ich möchte euch natürlich auch nicht vorenthalten, was das ist. Also ihr seht schon, das ist genial. Ich liebe es. Ich liebe vor allem diese Blümchen hier an den Kragen. Hier sind auch so kleine Knöpfe, dass man das zusammenhalten kann im Endeffekt. Was ich sehr angenehm finde, die Dame muss wahrscheinlich auch keine Japanerin sein, oder sie weiß einfach, dass normale Arme existieren. Meine Arme werden einfach nicht zerquetscht, wenn ich jetzt hier in den Ärmel reinkomme. Es ist einfach mal breit genug. So, und jetzt kommen wir zum Highlight des Ganzen. Dieses Nachthemd ist ja zweimal genäht und innen drin sind so, was ist das? Federn und Blümchen und Perlen. Das ist total genial. Man kann das ja auch so machen, wie man es möchte. Heißt, es fällt so, wenn man es gerade verteilt. Rosa, lila, gelb, Federn, total schön.
So, und jetzt kommt der eigentliche krasse Teil, und zwar das Lucky Pack. Bin sehr überrascht. Es ist in dem Sinne ein ganzes Outfit zusammengekommen. Und ich bin schon sehr happy und ich bin auch leicht aufgeregt. Aber ich werde euch das einzeln zeigen und dann halt im gesamten Outfit. Ich war erstmal überrascht, dass es im Endeffekt so wenig nur war. Und ich dachte so, oh, passe ich da überhaupt rein? Mal gucken. So, was ist da alles drin? Erstmal eine Visitenkarte von Kawaii Teil 1. Ich frage mich, ob ich da reinpasse. Es sieht zu klein aus. Obwohl, doch, klappt. Es ist ein Pastel Gothic Outfit. Ja, ich stehe dazu. Ich wollte immer mal Pastel Gothic ausprobieren und das ist mein erster Schritt dahin. So ein bisschen wie Tanktop. Und eigentlich bin ich kein bauchfreier Mensch, aber ich wollte es halt mal ausprobieren. Das ist der Rock. Ganz ehrlich, ich dachte, der Rock ist viel, viel länger. Aber es ist so ein richtig kleiner, kurzer Rock. Ich dachte so... Schlupperalarm! Na, ich hoffe mal nicht. Vielleicht ziehe ich auch einen weißen Rock einfach drunter, weil dann sieht der nochmal so flüchiger aus. Keine schlechte Idee. So. Rock und T-Shirt. Dann, total toll, kann man als Brosche benutzen, aber auch als Haarclip. Inspiriert wahrscheinlich von Kiari Pamyu Pamyu. Zumindest habe ich bei ihr das erste Mal gesehen. Ich liebe diese Augenschleifen. Und ich muss sagen, von der Verarbeitung ist es echt gut. Hat sie echt toll gemacht. Auch der Kleber ist gut aufgeklebt worden. Sind nicht unbedingt diese Kleberreste, die man jetzt woanders hat. Dann, total niedlich, Haarspangen. Das sind wirklich nur Haarspangen. Und zwar so eine Flügel. Für ein Lucky Pack, was gerade mal 65 Euro gekostet hat, bin ich echt glücklich darüber. So, Moment, meine Haare richten. Dann gibt es hier nochmal eine Brosche. Oder, also ihr könnt es auch als Haarclip wieder benutzen. Manche stehen ja auf, die ist ganz viel im Haar. Manche wollen lieber hier was haben. So ein kleines Kreuz mit Fledermäuschen. Ist ganz niedlich. Vor allem mag ich dieses Plüschzeugs, ja? Ich bin ja ein Plüschmensch. Und als letztes, finde ich total niedlich, ein Lolli. Ich liebe Lollis. Und das ist ein Herzlolli. Massenchaos ist wieder ausgebrochen. Jetzt muss ich erstmal wieder alles aufräumen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr auch schon mal bei Kawaii Goods bestellt habt, dann sagt doch mal, was ihr bestellt habt. Zeigt mir eure Klamotten. Ihr könnt uns auch auf Facebook schreiben oder Bilder da lassen, Kommentare da lassen. Likes sind immer willkommen. Dislikes. Aber gute Kritik ist immer wichtig für die Zukunft. Wir sehen uns und danke fürs Zuschauen.